über den Deutschen Evangelischen Kirchentag ist das Thema Umwelt absolut zentral. Das heißt, wir gucken uns unser gesamtes Programm an, alles, was wir bieten, die Infrastruktur, die Ernährung, die Verpflegung unserer Helfenden, aber eben jetzt diesmal auch ganz neu mit dem Projekt LokMob, Fragen der Mobilität. Wie kommen Menschen zum Kirchentag? Am besten natürlich mit der Bahn. Wir haben Flüge deutlich verringert. Wie bewegen sich Menschen beim Kirchentag? Am besten noch mehr mit dem Fahrrad, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln oder am besten zu Fuß und am möglichst wenig mit den Autos. All das lässt sich in einer Stadt wie Nürnberg wunderbar realisieren. Wir haben hier ein Erprobungsfeld eröffnet und aufgespannt. Und letztlich, wie gehen Menschen vom Kirchentag wieder weg? Wir hoffen natürlich glücklich und auch hier mit Verkehrsmitteln, die möglichst umweltfreundlich sind, am besten mit der Bahn. Das Ziel des Projektes LokMob ist die Einsparung von 23% CO2-Treibhausgasemissionen in Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung eines solchen Kirchentags. Das Projekt LokMob ist das Umweltprojekt des Deutschen Evangelischen Kirchentags. Es wird gefördert von der Nationalen Klimaschutzinitiative des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz. Wir tun erstmalig bei Großveranstaltungen ausprobieren, wie wir die Idee der integrierten Verkehrsplanung von der Ebene der Stadt- und Regionalplanung runterbrechen auf den Bereich der Großveranstaltung. Wir haben jetzt im Rahmen von LokMob weitere Maßnahmen letztendlich uns auch überlegt und probieren die aus. In der Zukunft wollen wir stärker in der E-Mobilität uns engagieren und haben eben unseren Fuhrpark schon umgestellt, unsere Dienstfahrzeuge und auch für den Kirchentag jetzt die Fahrbereitschaft, die dann größere Lasten und auch Personen transportiert, umgestellt auf mehr Elektromobilität, so viel es geht, aber auch Carsharing-Fahrzeuge des örtlichen Carsharing-Anbieters integriert haben in unser Fahrbereitschaftssystem und somit örtlich vorhandene Fahrzeuge verwenden. Wir befinden uns gerade im Durchführungslager des Kirchentages. Aus diesem Lager bedienen wir alle Bestellungen, die für Veranstaltungen von unseren haupt- und ehrenamtlichen Menschen gemacht wurden. Bei diesem Kirchentag ist eine Maßnahme natürlich die umfangreichere Ausstattung der Fahrradkuriere mit Fahrrädern, die sie nutzen können, und die Reduzierung der Fahrzeuge selbst, der Fahrbereitschaft. Also wir verlagern sozusagen Materiallieferfahrten auf die Lastenräder, nicht mehr auf PKWs. Dafür haben wir einen Bestand von 20 Lastenrädern unterschiedlichster Bauweise. Also wir sind bei den Fahrradkurieren vom Evangelischen Kirchentag. Wir gucken einfach, dass wir für den Kirchentag alle möglichen Dinge durch die Gegend fahren, dahin fahren, wo sie gerade gebraucht werden. Wir kriegen unsere Aufträge von unterschiedlichen Menschen des Kirchentags, vor allem wie gesagt vom Lager, die einfach viel zusammenpacken, oder auch vom Programm. Die kommen über das Computersystem zu uns und dann gehen die an die Fahrer raus und werden ausgeliefert. Da wir das Projekt LokMob auch dafür entwickelt haben, um als Beispiel für andere Veranstaltungen Dinge auszuprobieren, wollen wir darüber auch informieren und betreiben Öffentlichkeitsarbeit auf Veranstaltungen und Tagungen, aber auch während des Kirchentags eben mit einem Stand, im LokMob-Stand, machen aber auch Führungen, wo wir Bereiche zeigen, die man üblicherweise als Teilnehmender nicht sehen kann. Auf kirchentag.de/anreise kann der Besucher seine Anreise planen. Er bekommt mit Hilfe des Tools CleverRoute, das wir eingebunden haben, die Möglichkeit, von seinem Wohnort aus direkt zur Veranstaltung das zu planen und die verschiedenen Verkehrsmittel nach einerseits Kosten, andererseits Zeit und drittens aber auch CO2-Emissionen zu vergleichen und dann das für ihn oder sie selbst passende Option auszuwählen. Also beim Kirchentag kann man auch ohne Anreise teilnehmen. Zum Beispiel ist das die Möglichkeit bei der Hybridbühne, bei der wir einerseits Referierende per Online-Streaming zuschalten und andererseits aber auch Teilnehmende an der Veranstaltung am Bildschirm teilnehmen können, von zu Hause aus. Mit der Hybridbühne verhindern wir eben auch, dass Referierende aus Übersee, die nur für diese Veranstaltungen letztendlich einfliegen, herkommen müssen und einfach zugeschaltet werden über das Internet und gleichzeitig mit Podiumsteilnehmern auch zusammen diskutieren können.